Hi, ich bin Lena, ich bin 22 Jahre alt und arbeite in der Abteilung Hilfe für Einkommensdefizite. Ja, also ich habe 2015 mein Abitur gemacht und habe dann hier direkt bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen angefangen, habe ein duales Studium gemacht und bin dann 2018 fertig geworden und dann direkt zur Grundsicherung gekommen. Ich wollte aber nicht stupide, sage ich mal, nur im Büro sitzen und vor meinen Akten sitzen, sondern auch sozialen Kontakt halten. Und da war die Stelle echt passend. Ja, herausfordernd für mich an meinem Job ist einfach, auf die Menschen auch zuzugehen. Die meisten haben so ein bisschen Angst, um Hilfe zu bitten. Und da muss man so ein bisschen auf die Person individuell eingehen. Es ist bei der Stadtverwaltung natürlich die Sicherheit des Jobs. Also es war auch unter anderem ein Punkt, warum ich mich für die Stadtverwaltung entschieden habe, dass ich mich einfach abgesichert fühle, auch in der Zukunft, dass ich die Möglichkeit habe, Kinder zu kriegen und weiter in meinem Job einzusteigen, quasi genau da, wo ich aufgehört habe. Selbst wenn der Bereich mir irgendwann nicht mehr so gefallen sollte, kann ich immer noch in einen komplett anderen Bereich gehen und mich weiter fortbilden. Also es ist natürlich eine persönliche Befriedigung, wenn man Menschen helfen kann, der Stadt helfen kann. Und am allerschönsten ist es natürlich, wenn man persönlich bestätigt wird in dem, dass man seine Arbeit gut getan hat und dass man wirklich helfen konnte. Wir haben viele verschiedene Charaktere und arbeiten gemeinsam miteinander und können uns dann gegenseitig gut ergänzen. Meine Stadt macht eigentlich aus, dass wir die alle so ein bisschen, ich sag mal, auf der persönlichen Ebene unterwegs sind. Man ist relativ entspannt und locker. Ja, und der Fußball. Und ich bin gar nicht so der Schalke-Fan, aber ist halt so einfach die Gemeinschaft dann, ne? Also wir bei der Stadt Gelsenkirchen, wir sind für euch da.